Hallihallo, Hallöchen, und ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Und zwar jetzt kurz nach Weihnachten. Hoffe ich natürlich, ihr hattet ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein paar wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Und ich habe mir gedacht, das erste Video nach Weihnachten soll natürlich sein, was ich so zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich mache das zum einen gerne für mich selbst als Erinnerung, wenn man dann mal später halt die Videos sich wieder anguckt und sagt, ah ja, stimmt, das habe ich zu Weihnachten bekommen, kann man sich dann immer wieder sehr schön daran erinnern. Und zum anderen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was ich halt bekommen habe, oder kann sich auch selbst, ja, Ideen holen, was man denn zu einem nächsten Geburtstag oder sowas halt auch verschenken könnte. Also, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Es geht los! Gut, und als erstes würde ich damit beginnen. Wie ihr seht, habe ich jetzt meinen Hintergrund nicht aufgebaut. Allerdings muss ich sagen, ich finde diesen Hintergrund hier überhaupt nicht schlecht. Und eigentlich wollte ich vor dem Weihnachtsbaum drehen, aber das geht nicht, denn in meiner Stube passiert ständig irgendwas. Also es ist immer irgendwas los. Meine Kinder rennen dort rum, mein Mann macht sehr viel Musik und alles sowas. Und deswegen habe ich mich jetzt beschlossen, mich hier hinzusetzen. Um zu sagen, muss ich aber sagen, so schlimm sieht der Hintergrund gar nicht aus. Ihr könnt es mir ja mal schreiben, ob das so okay wäre, wenn das mal öfters der Fall wäre, dass ich hier sitze und meine Videos hier drehe, weil hier habe ich die meiste Ruhe und hier kann ich mich zurückziehen, auch tagsüber, wenn meine Kinder zu Hause sind. Ja, das mal dazu. Das erste, was ich geschenkt bekommen habe, kann ich euch nur den Karton zeigen, denn darauf befindet sich gerade meine Kamera. Und zwar ist es ein Stativ. Und zwar dieses hier von Hammer. Genau, von Hammer. Und zwar ist das ein Stativ, was. Wie groß ist es denn? Irgendwo standen die Zeilen, die Angaben. Wie hoch? Ach ja. Nee, das ist es nicht. Ist egal. Jedenfalls ungefähr knapp über 1 Meter hoch ist, kann man das hochstellen. Und ich probiere das gerade aus, deswegen zeige ich euch jetzt nur den Karton. Es hat mehrere Aufsätze. Man kann also die normale Kamera draufsetzen, man kann auch eine kleine Kamera draufsetzen und man kann das Handy draufsetzen. Was für mich mit wesentlich war, weil ich sehr viele Videos mit dem Handy drehe. Und auch wenn ich Fotos mache, es schön ist, wenn man ein Stativ hat, wo man das so hinmachen kann. Und das hat so eine schöne Kugel. Da kann man so an der Kugel so das leicht hin und her drehen, wie es einem gerade passt. Das finde ich sehr schön. Das hat mein Mann mir geschenkt, das habe ich mir gewünscht. Ihm schreibe ich immer so eine kleine Wunschzettel, weil er immer dann dasteht und sagt, ja, was soll ich denn dir schenken? Und da hatte ich das mit auf dem Wunschzettel geschrieben. Ja, dann geht es weiter mit etwas, was mein Mann mir geschenkt hat, und zwar ein wunderschönes Buch. Ich schreibe sehr gerne in Bücher, ich schreibe Gedichte, Liedtexte und ich schreibe auch ab und an mal Tagebuch. Und ich schreibe auch so für mich privat auch an einem Buch. Ob das jemals fertig wird, weiß ich nicht. Aber es ist so ein bisschen so, ich habe da verschiedene Ziele und Träume, die ich mir erfüllen will. Und unter anderem will ich das Buch irgendwann fertigstellen. Aber das Buch, das schreibe ich hauptsächlich auf dem Rechner. Aber wenn ich Gedichte schreibe oder sowas, schreibe ich das gerne in Bücher. Und das hat hier so einen schönen kleinen Verschluss und hat auch hier an der Seite, das sieht richtig schön und edel aus. Und man kann viel schreiben rein. Es ist liniert. Kann man das sehen? Ja. War sehr schön, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ganz viele Bücher von denen. Was richtig schön ist, ist, dass hier auch ein. Wo haben wir es denn? Ein Bändel ist hier mit drin. So ein Bändchen, was halt auch immer sehr schön ist. Da kann man gleich das da reinlegen, in welcher Seite man gerade sich befindet oder halt. Nicht schlecht, also richtig schön habe ich mir unter anderem auch gewünscht. Ich wollte solche Bücher haben, nur die sind immer ziemlich teuer und mir selber kaufen, nö. Aber sie schenken lassen, ja. Dann habe ich als nächstes etwas Nützliches bekommen, auch von meinem. Huch, da war ein Fussel dran. Sieht sehr witzig aus, eine Rolle.
Und zwar, wenn man die aufmacht, das ist fürs Reisen. Da kann man hier die Ringe dran machen, hier seine Ohrringe, Kettchen kann man hier reinmachen und dann hat man hier noch so ein kleines Fass, wo man hier noch kleines Gedöns auch noch einpacken kann. Das fand ich nicht schlecht, weil wenn ich zu einem Shooting fahre oder sowas und meinen Schmuck mitnehme, suche ich immer ausgewählten Schmuck raus, den ich mitnehme und nicht alles. Und dann verknoten sich ja immer die Ketten und dann hast du die Ohrringe und die Ringe und sowas. Deswegen fand ich das hier richtig gut, als ich das gesehen habe und habe es meinem Mann erzählt. Im Übrigen gab es das bei NKD. Dann habe ich etwas bekommen. Ach so, mach mal gleich weiter, was mein Mann mir geschenkt hat, was ich mir gewünscht habe. Das ist ein Handletterset. Ist ein Anfangsset, wo man halt lernen kann. Es ist eine kleine Einführung mit drin, wie man diese verschiedenen Buchstaben hier herstellt. Es ist Papier mit drin, ein paar Stifte, die in der Richtung sind, diese Pinselstifte und sowas. Also ein schönes kleines Starter-Set. Kann man hier hinten drauf auch sehen, was da alles dazu ist. Ein Handbuch, dann ein Notizblock, wo man drauf üben kann, Kärtchen, die man beschreiben kann und dann verschenken kann, Stifte und alles, was halt so dazu gehört. Das fand ich auch sehr schön und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Dann habe ich von meiner Mutter eine Kerze bekommen, von Green Tea. Und die riecht. Oh, ein Traum, wie die riecht. Oh, da kann man stundenlang an einer Kerze rumschnüffeln, ist unglaublich. Aber sie riecht. Ja, das dazu, wie sie natürlich jetzt duften wird, wenn sie angezündet ist, weiß ich nicht. Allerdings hätte ich niemals gedacht, dass grüner Tee so riecht. Ich habe schon mal grünen Tee gekostet und gekocht. Schmeckt mir persönlich nicht so sehr. Ist nicht mein Geschmack. Aber der Duft ist toll. Gut, dann habe ich von meinem Vater Süßes bekommen und zwar Hollandkugeln, weil ich liebe die Hollandkugeln. Allerdings nur die klassische Variation, die anderen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen sind überhaupt nicht so meins. Aber die hier esse ich leidenschaftlich gerne. Ich beiß da immer ab und gucke, ob ich die mit erwischt habe. Aber ich bin sehr gut darin. Das macht richtig Spaß. Ja, dann habe ich von meinem Bruder ein Kochbuch bekommen und zwar von Simplicissimi, das Original und zwar das einfachste Kochbuch der Welt, 1-Euro-Gerichte. Richtig gut kochen mit maximal 6 Zutaten. Das finde ich richtig interessant, weil manchmal, also so, ich zum Beispiel, ich stelle mich nicht stundenlang gerne in die Küche. Und bin manchmal dann auch sehr einfallslos und koche immer das, was man schon kennt. Und so kann man sich auch mal Dinge ausprobieren. Hinten ist zum Beispiel mal ein Beispiel dabei, wo die Zutaten draufstehen, was da alles gemacht werden kann und wie es dann zum Schluss aussehen soll. Finde ich ganz interessant, werde ich in dem neuen Jahr auf jeden Fall ein paar Rezepte ausprobieren. Ich habe noch nicht ganz viel drin rumgeblättert, sondern nur so 1, 2 Seiten mal durchgeguckt. Aber ich finde es eine richtig gute Idee, um mal wieder was Neues auszuprobieren. Und vielleicht, wenn ich ja Lust habe, kann ich euch auf jeden Fall darüber mal was erzählen, ob das was geworden ist, ob das toll aussieht und so weiter und so fort. Ob es schmeckt. Und dann komme ich zu den Highlights. Ich habe sie mir nicht gewünscht. Aber ich habe von ihnen gelesen und fand es toll. Und zwar geht es um eine Buchreihe. Gut, da bin ich jetzt wieder unterbrochen worden. Also nochmal, ich habe 2 Bücher geschenkt bekommen. Und zwar Rotkäppchen und der Hipsterwolf und Aschenputtel und die Erbsenphobie. Ja, klingt schon mal sehr lustig, finde ich. Und zwar geht es eigentlich darum, wir können mal hier die Inhaltsangabe von dem einen auflesen. Hör auf, darüber zu bloggen, weiß ich Cinder sofort zurecht. Das ist kein Geheimoperation mehr, wenn sie auf deinem Blog zu finden ist. Im Märchenwald ist die Hölle los.
Alle Happy Ends wurden gestohlen. Cinderella, Schneewittchen und Co. beschließen, ihren verschwundenen Prinzen zu retten. Da wozu zugleich eine Verhör- und Töteliste der Verdächtigen erstellt wird. Erstens Wölfe töten. Zweitens Hexen töten. Drittens böse Stiefmütter töten. In Klammern, wobei das oft mit Punkt 2 einhergeht. Punkt 2 Hexen töten. Punkt 4 böse Feen töten. Nur Red findet die Idee äußerst schwachsinnig. Doch dann taucht ein gut aussehender Hipster auf, der mehr über die verschwundenen Prinzen zu wissen scheint. Schnell stellt sich heraus, dass Eventon eigentlich ein Werwolf ist und auf der Liste der durch die Prinzessinnen bedrohten Arten steht. Red bleibt plötzlich nur 7 Tage, um die Prinzen zu finden, bevor sie Ever ausliefern muss. Doch warum will gerade er eigentlich die Happy Ends zurückbringen? Benutzt er Red nur für seine eigenen Zwecke? Sicher ist jedoch, in Reds Leben nimmt ab sofort die Zahl der Hipsterwitze wahnwitzigen Ausmaßes an. Sehr zum Leidwesen von Eva. Ja, und das ist halt der zweite Teil dazu. Also ich freue mich richtig drauf aufs Lesen. Ich muss mir unbedingt Zeit dafür nehmen und diese Bücher lesen. Also ich freue mich richtig darauf. Wie gesagt, ich habe sie mir nicht gewünscht, aber ich liebe Märchen und habe auch sehr viel mit Märchen zu tun. Und umso mehr freue ich mich auf diese Sachen. Also ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von dem Buch schon mal was gehört habt. Von dieser Buchreihe sind ja 2 Bände. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Aber ich finde sie interessant und sie sehen auch schön aus. Gefällt mir so richtig schön, wie sie gemacht sind. Und ich werde sehr viel Spaß beim Lesen haben. Das waren meine Geschenke 2018 zu Weihnachten. Und ich habe mich sehr über all die Geschenke gefreut. Ich überlege gerade, habe ich nicht noch was geschenkt bekommen? Ach ja, ein Dekoartikel habe ich und mein Ehemann geschenkt bekommen. Das ist so ein Stern, der leuchtet, also den man hinstellen kann zu Weihnachten als Deko. Das fand ich auch sehr schön. Und ansonsten habe ich nicht weiter was bekommen und das reicht mir auch. Ich bin sehr glücklich über das, was ich bekommen habe. Es ist sehr kreativ. Und auch besonders das Stativ, weil ich muss mir jedes Mal irgendwelche Konstruktionen einfallen lassen, um irgendwo meine Kamera hinzustellen oder halt mein Handy, weil ich halt sehr viel mit Handy filme. Und da bin ich sehr froh, dass ich dieses Stativ jetzt habe. Und ich habe es gerade ausgetestet und ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. Also bin ich sehr zufrieden mit all dem, was ich bekommen habe. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Das würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich das Video jetzt fürs Erste beenden. Ich weiß noch nicht, ob es das letzte Video für dieses Jahr ist. Vielleicht schaffe ich noch das andere Video auch fertig zu machen, was ich noch vorhatte, vor Silvester zu machen. Ansonsten, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Das würde mich riesig freuen. Ihr könnt mich auch abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr sie auch wirklich nicht mehr. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal, eure Gloria.